Hallo Leute, herzlich willkommen zu Samcard und ein weiteres Video. Heute, ihr seht es schon, das Spiel Farmer Life Simulator. Ich habe schon kleine Einstellungen vorgenommen, und zwar Sprache ist Gott sei Dank hier mal auf Deutsch. Wenn auch vielleicht nicht immer richtig übersetzt, aber Deutsch ist Deutsch, ist gut. Und Musik habe ich schon ausgestellt und wir gehen natürlich direkt rein in das Spiel. Spielername ist natürlich wieder Somai. Schwierigkeit, ja, auch einfach. Einfach, normal, ja. Wir machen einfach einfach. Zum Spiel. Verkaufspreise in Gemüseläden ändern sich täglich. Okay, gut. Da bin ich mal gespannt, was es hier erwartet. Ich meine, das Cover sieht ja schon mal cool aus. Ja. Willkommen im Farmer Life Simulator. Okay, gut. Ich habe wenigstens Hände, aber keine Füße. Das heißt, ich stehe einfach so. Und unter mir ist nichts. Schade. Einfach schade manchmal immer. Aber egal. So. Bett kann man speichern. Schlaf und speichern. Okay. Hier. Oha. Was ist hier los? Okay. Ich sehe mein Feld. Gut. Wir gehen einfach mal runter. Nimm die leere Kiste. Ah, okay. Geht also direkt schon los. Das ist gut. Finde ich gut. Dass er gleich hier zeigt, so ein kleines Tutorial, dass ich was machen muss. Kann ich kochen? Nein. Okay. Aber es ist schon schön eingerichtet. Okay. Truck habe ich hier. Sieht schon schön aus. Sieht schon hochwertiger aus, ne? Alles so. Im Gegensatz zu unseren alten Spielen, die wir hatten. Ach, ich muss einfach nur gehen. Ah. Cool. Nichts drücken, einfach nur gehen. Top. So, jetzt aber die Frage, wo geht's hier rein? Ist ein Geheimgang oder was? Wo geht's hier hin? Okay, das war's. Nur eine kleine Hütte. Wo ist denn jetzt eine Kiste? Ja. Oh, Seel? Gut. Ach, hier steht sie. Ah. Hier steht sie. Okay, ich soll die Kiste nehmen. Mit der Maus. Greifen. Ernten Sie die Tomatenpflanzen. Okay, hier. Und jetzt bereit für die Ernte. Wasser, Düngemittel. Einfach? Nee. Was soll ich machen? Ach, F. Ach, F drücken. Okay, F. Gut, und jetzt laden Sie die Kiste auf den LKW und fahren Sie. Ah, okay. Ich hoffe, das ist nicht alles hier, die paar Felder. Dann frage ich mich, Alter, so aufwendig, ne, wieder. Alles so gestaltet. Eine Hütte, ein kleiner Plot. Und ansonsten hier ganz viel Wald, ganz viel Büsche. Habe ich eine Karte? Ja. Okay. Krass. Aber auch wieder, ja, so viel Wald, so viel aufwendig. Warum macht man das? Warum macht man so eine Riesenwelt? Aber okay. So. Muss abladen hier. Einfach hinstellen. Okay, gut. Muss ich das irgendwie zumachen? Nö. Aber fahren. Verkaufe die Kiste an einen Gemüseladen. Okay. Beleuchtung ist an. Oh, schön. Kamera. Cool. Hier wieder. Keine Füße. Nix. Okay, aber egal. Kontrollen. Ah, ist das? Okay. Gut. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, darunter irgendwo. Gemüseladen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein Baum da oben links. Tankstelle. Reparaturladen. Da ist meine Scheune. Mein Haus. So, wie ich das so richtig sehe. Obstladen. Hier gibt es auch einen Obstladen. Kein Gemüseladen. Ist alles nur Obstladen. Drei Stück. Drei Obstläden. Okay, aber da bewegen sich Menschen, sehe ich. Oh. Da bewegen sich Menschen. Gut, dann fahren wir einfach mal runter. Los geht's hier. Nöt, ich komme. Rinnen. Oha. Okay, auf geht's. Oh, die hat schon Speed. Ah! Vorsichtig. Aber ja, da ist sehr viel Wald und... Oh.
Was hier? Disco-Licht. Tagesstelle Disco-Licht. Alles klar. Okay, dann wollen wir mal gucken hier. Wo hier so ein Vegetable Shop. Also meine lieben Entwickler, wisst ihr nicht, was Gemüse ist oder was? Das ist alles Obst. For sale? Ach, das kann ich auch noch kaufen oder was? Pharmazie. Shoe Shop. Oha. Sehr viele. Kann ich hier umfahren? Nö. Okay. Wofür brauche ich denn eine Pharmazie? Pharmazie ist doch eine Apotheke. Wofür brauche ich die? Hallo. Medizin kaufen. Ah, ich habe Gesundheit. Ah. Toilette? Kann ich wieder pullern? Nee. Alter, was machst du mit meinem Wagen? Geh doch außen rum, Junge. Ja, aber slappen kann ich die hier diesmal nicht. Okay, gut. Wie bei unserem letzten Spiel. Das war ja lustig. Juice Shop. Kann ich for sale? Ah. Saftladen. Ja, das ist ein richtiger Saftladen. 25.000. Okay. Also ich kann ja einige Dinge sogar kaufen. Cool. Da drüben gibt's Essen. Geh doch mal weg, ey. So, Sandwich, da kann ich bestimmt Essen kaufen. Wie fit? Okay. Ups weh, anstatt Subway, ups weh. Alles klar. Auch nicht schlecht. Gut. Aber einfach ein Alfa Romeo Modell. Nice. Cool. Auf jeden Fall. Warum nicht? Top. So, mal schauen hier, was gibt's denn hier noch? Ah, da drüben ist bestimmt Werkzeuge. Hier unten gibt es ja noch mal was. Da steht auch ein Tracker. Traktor, so. Ja, jetzt muss ich überlegen, wo ist hier der Gemüseladen? Ne? So, da war einer, da war einer. Okay, ich glaube hier rechts rum ist noch mal einer, den ich aber auch wieder kaufen kann. Ja, hier ist immer so ein kleiner Laden, den kann ich bestimmt auch kaufen. Nee. Der ist sogar schon auf. Ah, das ist der sogar, den ich nehmen muss. Gut. Na denn. Mitnehmen. Mal gucken, wie viel so ein paar Äpfel bringen. Zack. Was steht hier? Tomato 43, Bell Papers. Okay. Also Apple 67. Hier steht doch Apple 67. Wieso kriege ich nur 43? Ah ne, es sind Tomaten. Okay. Ich bin so dumm, Alter. Tomate 43, okay. Na dann, auf geht's. Verkaufen 43. Kaufen Sie Tomatenpflanze im Kindergarten. Kaufen Sie Tomatenpflanze im Kindergarten. Das ist die geilste Übersetzung, die ich jemals gelesen habe. Alter. Das muss einfach übersetzt. Vor allen Dingen, selbst wenn man es in Englisch übersetzt, heißt Kindergarten doch Children Garden, oder? Also, jetzt grob übersetzt. Es gibt aber schon eine andere Übersetzung, Kindergarten. Das hat bestimmt nichts mit Pflanzen zu tun. Alter Schwede. Das ist echt krass, auf jeden Fall. So. Gemüseladen verkaufen. Das sind die Kisten, die sie verkaufen. Achso, ich kann es auch hier verkaufen. Okay. Aber gut, Gemüse gibt es hier ein paar. Das stimmt schon. Was ist denn das? Das ist wie Mango oder was? Ist das Mango? Was ist das? Karotten. Okay. Die sehen ein bisschen komisch aus. Paprika, ja, okay, kann man auch nehmen. Tomaten, ja. Nee, das sind wieder Äpfel. Das sind Tomaten. Guckt euch mal die Ähnlichkeit an. Das sind Tomaten, das sind Äpfel. Na, also komm, entschuldigt bitte, dass ich das vertauscht habe.
Ich glaube, das sind noch nicht mal Äpfel, das sind Orangen. Ne, das sind Orangen. Das sind rote Bälle, ey. Orange Bälle. Okay, gut. Ja. So. Du machst schon einen Kindergarten. Damit meint er bestimmt da oben ist schon der Kindergarten. Oben links. Ja. Wir gucken mal auf der andere Gemüseladen. Mit Obstlogo drauf. Auch noch offen ist oder ob man den kaufen kann. Weil der scheint nämlich etwas größer zu sein hier. Ne, den gibt's auch. Siehst du, den kann man auch. Wieso kann ich den einkaufen? Das verstehe ich nicht so ganz. Er hat wahrscheinlich andere Preise, ja. Okay. Er hat die Tomate mir nur 39 gebracht. Okay. Aber wieso gibt es in einer kleinen Stadt drei Gemüseläden, Junge? Also, mal so als kleiner Tipp an die Entwickler, da hätte man zum Beispiel, weil die Grase ja so, wenn die so groß ist, hätte man eigentlich die verteilen können. Vielleicht hätte man da oben so ein kleines Städtchen gemacht und dann hier unten noch so und dann vielleicht noch da hinten noch so. Also da könnte man so ein bisschen was machen. Oder man macht allgemein nur eins. Es hätte doch auch eins nur gereicht. Ja? Und bei den Häusern zum Beispiel kann man vielleicht auch noch eine Raststätte einbauen, wo man zum Beispiel Billard spielen kann oder Dart spielen kann, falls es mal so langweilig wird oder irgendwas. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. So, okay, gut. Also. Kann ich eigentlich andere Autos auch nehmen? Nee, schade. Gut, na gut, dann fahren wir einfach mal. Wir holen jetzt einfach mal andere Dinger. Ja, den kann ich kaufen. Gemüse, 10.000. Ich glaube, da kann ich mein eigenes Gemüse anbieten, wahrscheinlich. Mit einem Preisen. Mein, gut, die Idee ist nicht schlecht. Kann man machen. Okay. So, jetzt fahren wir. Tomatenpflanzen kaufen. Bin gespannt, wie teuer die eigentlich sind. Jetzt richtig, ja. Ah, ich meine, die Karte finde ich cool, aber die sollte wieder rauszuflippen gehen. Ne? Also während sie rauszoomt, sollte man sie wieder gleich beenden können. Aber so an sich, ja. Sieht schon nicht schlecht aus. Aber ja, ich verstehe ja die langen Hügel nicht so und sowas, ne, also. Auch hier wieder gar keine Straße, doch da ist eine Straße, okay. Und. Warum macht man das? Wisst ihr, hier sind solche Dinger. Wieso macht man die nicht auf? Und stellt die da rein. Oh, hallo Hund. Kann ich den auch kriegen? Also es ist halt sehr einfach gehalten. Ne? Aber okay. Ist halt so. Ich mag es eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Aber ich meine, wenn die Teile schon da sind, dann kann man die aufmachen, die Pflanzen da reinstellen und dann kann man die vielleicht dann kaufbar machen. Ne? So, fertig. Sieht das auch viel, viel schicker aus. So, anstatt hier so aufwendig das alles hinzuballern und hier drinnen kann man nichts kaufen, gar nichts. Ne, das ist das halt so, was ich meine. Also es wäre verschwendete Ressource, finde ich. So, kann ich den auch kaufen? Nee, das wäre ja toll. So, also auf jeden Fall so ein Wasserding. Bewässerungssystem, Düngungssystem. Aha. Kiste, Dünger. Mami-Pflanze, okay. Was auch immer das ist, Passionsfrucht. Carambola. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Avocado, okay. Orange, ja, Orange. Birnen. Auberginen. Aber Auberginen? Zählt das nicht auch? Ja, doch, ist alles Gemüse. Doch, Auberginen ist Gemüse, ja. Paprika. Peperoni sind das, okay. Ich dachte, es wären Möhren. Was sind Peperonis? Alles klar. Apfel und Tomaten.
Okay, doch, Apfel. Ich glaube, die sehen sich schon ähnlich, ja. Also, bitte. So, okay. Ich will den Hund haben. Hallo, Wuffi. Warum hast du so schwarze Augen? Geh weg. Alter. Der ist besessen, der Hund. Krass. Hört ihr das? Die Musik gerade. Krass. Okay, wir kaufen jetzt einfach mal Tomatenpflanze. Wir kaufen jetzt im Kindergarten. Hallo, wir sind hier im Kindergarten. Okay, Tomate, 30. Kaufen Sie Dinger. Oh, das ist ja cool. Wupp, wupp, wupp. Also grafisch muss man sagen, ja, dieses Future da, dass das so wedelt. Okay, das hat er sehr ernst genommen. Okay, zwei Kisten. Aber wieso sind da nur 6 Stück drin? Ist aber wenig. Okay. Dünger. Kaufen. Packe die Pflanze in deiner Farm aus. Okay. Gut, also wieder zurück. Zack. Gut, nicht lange schnacken, einfach. Los geht's. Ja, guck mal, was so kommt. Ah. Oha, ich kann sogar driften. Yeah. Juhu. Ach, ein Reh. Hallo Reh, willst du gleich mitkommen? Hallo. Wie sieht die komisch aus? Okay, ich lasse sie mal lieber in Ruhe essen. Ja, also die meisten Spieleentwickler, die nutzen halt echt viel Assets, ne? Auch von anderen Spielen. Aber okay, warum nicht? Wenn es da ist. Wenn die es gut verpacken, sage ich mal, dann kann von mir aus jedes Spiel gleich ein Assets haben. Ist mir egal. Wenn Gameplay gut ist, im Endeffekt, wenn man so sieht, sind eh viele Spielinhalte eh immer dasselbe. Ja. So. Jop, also dieser Hügel hätte echt nicht sein müssen. Aber okay. So. Hallo, ich bin wieder zu Hause. So, das packe ich jetzt mal aus hier. Zack. Okay. Zack. Auspacken. Cool. Nimm mal Tomatenpflanze und pflanze sie. Das sieht ja süß aus. Auspacken. Kommt da rein. Ah ne. Nicht hinstellen. F drücken. Verwenden Sie Wasserkanne, um Pflanzen zu gießen. Ah, okay. Genau, jetzt stellen wir das alles mal hier schön hin. Ah, rechts ist sozusagen der Inhalt. Okay. Verstehe, gut. Dann werden wir das jetzt da reinmachen. Cool, ist echt süß. Diesen kleinen Pflänzchen. Das ist echt süß auf jeden Fall. Gut, brauchen wir Düngermittel. Zack, zack. Also eine Flasche reicht für 3. Gut. Ist der Wassertank. Hier haben wir die Wasserkanne. Füllen. Okay. F. F. Pflanzen wachsen nicht, wenn sie nicht bewässert sind. Okay. Pflanzen werden bis zum Morgen angebaut. Na, angebaut habe ich sie schon.
Du meinst, wo die wachsen? Okay, was kostet die nächste? 500 Land. Naja, das geht doch. So. Aber ein Farmer hat ja nicht nur Pflanzen. Ja, und ich gehe stark davon aus, entweder ist es noch nicht ganz fertig, aber ich gehe stark davon aus, dass das hier alles ist. Habe ich so einen Eindruck. Oh, jetzt habe ich es natürlich gekauft. Scheiße. Egal. Mist. Wollte ich gar nicht. Ich habe auch so den F gedrückt. Okay, gut. Wir gehen jetzt einfach schlafen. Ich bin zu müde. Zu müde für diese Welt. So. Einfach eine Runde schnarchen. Natürlich sehr vorteilhaft, ne? Ich baue jetzt auch so, während ich reinkomme, gleich vor meiner Tür so einen Sessel hin, ey. So, schlafen und speichern. Guck mal. Gehen Sie zum Automechaniker, wenn Ihr LKW langsam wird. Okay. Gut, und jetzt? Oh, fertig. Bereit für die Ernte. Aber mir fehlt eine Kiste. Danke, liebes Tutorial, dass ich eine Kiste brauchte. Alter, ernsthaft? Jetzt darf ich da wieder zurück? Und darf mir eine scheiß Kiste holen? Junge. Egal, holen wir gleich ein paar mehr Tomatenpflanzen. Ist nicht sein Ernst, ey. So. Scheiße. Oh Mann. So, aber macht nichts. Wir fahren einfach hier quer runter. Wir wissen, ob es Schaden gibt. Gibt Schaden? Nö, nee, sieht nicht danach aus. Uff, wir sind unten. Abkürzung. So geht das. Das Lesen. Habt das gesehen, ja? So geht das. Fahr jetzt ob richtig. Ja. Oh, Auto fährt einfach weiter. Auch hier können wir einfach runter. Ja, oh, okay. Hier, vielleicht nicht hier runter, aber. Oh, wow, wow. Au, au. Oh, ah, ah, oha. Ich glaube, ich sollte lieber die Kamera nehmen. Puff. So, was kostet überhaupt das Autobewässerungssystem? Hätte ich mal das gekauft, Alter. Für 500. So, jetzt brauche ich hier Kisten. Ganz viel Kisten erstmal kaufen. Alter, jetzt muss ich wegen. Als ob ich die nicht stapeln könnte. Egal. Apfel. No. Wir machen mal Apfel. Machen nochmal Tomaten. Äpfel machen wir gleich zweimal. So. Genau. Da hat immer 6 Pflanzen und 9 sind pro Feld. Ist auch doof gemacht. Ja. Warum macht man nicht ein Feld 6 oder macht gleich, dass man 9 Stück kaufen kann? Aber egal. So. Wir haben 2 Felder. Düngemittel sollte auch reichen. Hm. Pro Kiste, denke ich mal, gehen 9 Stück rein. Oder vielleicht auch 6 Stück. Ich weiß es nicht. Deswegen, wir werden mal ein paar nehmen. Kann man bestimmt mal gebrauchen. Ich gehe mal davon aus, dass 6 Stück
da reinpassen. So, wir haben 2 mal 9 Felder, also 18. 18 durch 6 sind 3. Ja, sollte passen. Okay, gut. Na dann, auf geht's. Kann ich nicht einmal wieder quer hoch? Jetzt gucke ich mal. Klar. Hoppala. Einfach hoch. Ja, was denn jetzt? Wie so ein kleiner scheiß Baum oder was? Fahr doch einfach, ey. Bam. Diese Kamera, dass der immer wieder die Kamera ändert, ne? Schlimm. Ich würde so feiern, wenn ich da jetzt einfach so hochkomme. So, los geht's. Ich habe ein Kletterauto. Ein Bergsteiger. Oh, was ist hier? Okay, war nur ein Stein. Ich dachte, hier gibt's mal ein Gimmick. Aber nee, ist nicht. Da fällt auch nichts raus, wenn hinten alles offen ist. Und der schafft's einfach. Ich habe ein Bergsteigerauto. Yo. Alter, Hügel hier. Was ist hier los? Alles klar. Aber ich bin oben. Ich habe es geschafft. Oh, was war das? Dieser betrügerische Stein. So ein Schlingel. So. Noch Tomaten. Ja, natürlich jetzt doof gelaufen, dass ich das da gemacht habe, aber egal. So. So, schön. Apfelpflanze, fein Apfelpflanze. Alter, das wird eigentlich ein Baum. Aber okay. Vielleicht gibt es auch eine Apfelpflanze, ich weiß es nicht. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Aber es sind genauso viele Felder wie Fruchten, kann das sein? Warte mal. Es sind 6 Felder. 1, 2, 3, 4, nee, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Schade. Geht meine Rechnung doch nicht auf. 1, 2, 3, 4, 5. Also es sind 25 Felder. Okay, 25 Felder. Schade, die Rechnung geht nicht auf. Zumal hier locker noch Platz gewesen wäre. Für noch ein Feld. Ja, aber okay. Ist halt so. Die kommt wieder weg. Oder kann ich die denn? Obwohl. Die kann ich eigentlich hier hinstellen. Doch süß. Ah. Fürs nächste Mal. Die können in diesen Topf pflanzen. Oh, das war falsch. So. Gut. Zack. So. Kisten stelle ich hier auch nochmal kurz mit rein. Brauche ich bestimmt so einige. So, jetzt gehe ich mal eine Runde schlafen. Und ja. Gucken wir, ob die auch verwelken. Achso, ich muss die noch gießen, alles stimmt. Jetzt mal mit meiner Gießkanne da hochgestellt. Der ist ja sehr ordentlich.
Okay, also die nächste Anschaffung wird auf jeden Fall Autobewässerung. Das ist schon mal Fakt. Gut, so noch düngen. Dann haben wir das. So. Also eine Flasche für drei Pflanzen. Gut, also immer drei Flaschen pro Feld. Gut, muss ich dann bei der nächsten Fuhre wiederholen. Aber wieso sollte ich krank werden? Vielleicht vom Essen, wa? Wenn man zu viel Scheiß isst oder sowas, keine Ahnung. Gut, okay, lass uns anwachsen. Ich muss auf Toilette. Gucken mal, wo ist die Toilette? Da. Ah, Toilette benutzen. Okay. Gut. So, habe ich auch was zu essen hier? Kann ich was mampfen? Nö, hier fehlt irgendwie der Kühlschrank. Okay, egal. Gut. Ja, speichern, schlafen. Sie können nach 19 Uhr schlafen. Ist das dein Ernst? Was soll ich jetzt die ganze Zeit machen? Und das ist das, was ich meinte. Und ich wette, in dieser Stadt gibt es nichts, was man tun kann. So, jetzt bin ich fertig mit meiner Feldarbeit. Jetzt muss ich warten, oder was? Das ist das, was ich meine. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich in den Kindergarten gehen, oder was? Mit den Kindern spielen? Junge. Das verstehe ich nicht. Na gut, okay, ich denke, wir haben so einen unseren Einblick gemacht in dem Spiel. Ich denke mal, da kommt auch nicht mehr. Ich denke mal, das war's. Wenn man diese Felder alle gebaut hat, alles angebaut hat, kann man sie verkaufen. Und man kann das Ganze so ein bisschen automatisieren nachher, indem man einfach, ja, dann einfach alles hinstellt, alles gedüngt hat, ne? Alles bewässert hat und dann wartet man einfach einen Tag, bis alles wieder angepflanzt ist. Dann fährt man dahin, wieder zurück. Und ja, also auch wieder eher so ein Tycoon-System, weil Simulation wäre schon ein bisschen mehr, finde ich. Ne? Ja, deswegen. So, das war das Spiel, Farming oder Farm Simulator. Und ja, hat dir das gefallen? Hinterlass ein Like, ein Abo für mehr solche Spiele oder für auch mal andere Spiele. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich dich auf den Discord antreffe. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüssikowski.